Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und wie man sieht, ich habe ein kleines Problem. Denn um so Säulen zu bauen, braucht man ja, ich würde mal behaupten, eine Mitte. Und das Teil hier hat keine Mitte. Und jetzt habe ich mir überlegt, entweder mache ich das jetzt so, dass ich offscreen nach der Aufnahme das Ganze hier um eins vergrößere. Das habe ich schon oft gemacht. Also, dass ich hier das einfach eins länger mache. Halt alles dann abreiße und dann halt hier hinbaue, ne? Oder ich mache das so, dass ich... Wäre eigentlich sogar schlauer. 1, 2, 3. Boah, diese Axt ist eigentlich doch gut, weil die sammelt, wenn man was abbaut, alles instant ein. Oder mache ich das so, dass ich hier so was hinbaue? Und dann hier ein großes Fenster habe. Das wäre eigentlich sogar im Echtsinn noch besser. Ich muss niesen. Ach du Scheiße. Dann schon irgendwie so ein Hahn oder so. Ah, ich glaube, das wäre besser. Aber kann das sein, dass ich das gerade genauso baue wie eben auch? Das wäre irgendwie ziemlich dumm. Nee, warte mal. Dann hat man hier so ein Viererfenster. Das ist eigentlich auch ganz okay. Weil das ist jetzt irgendwie im Edge-Design mir ein bisschen zu viel Arbeit, das Ganze umzubauen. Außerdem weiß ich dann wieder nicht, was ich den restlichen Part lang machen kann. Schluck auf. So. Irgendwie schon ein bisschen häselig aus, ne? Warum ist hier alles häselig? Ich kann noch kein quadratisches Kackfenster dahin bauen, oder nicht? Ach, egal. Da mache ich jetzt einfach. Ich wusste, dass ich den Eingang einfach nie benutzt. Habe ich schon tausendmal gesagt. Oh, nee. Ich hätte da nicht so hoch bauen sollen. Sondern, dass man da irgendwie noch reinkommt. Entschuldigung übrigens, dass ich die ganze Zeit am Rotzen bin. Aber ich bin eigentlich gar nicht erkältet. Richtig guter Satz einfach. Ich bin eigentlich gar nicht erkältet. Was brauche ich denn jetzt nochmal? Mein Gehirn ist wieder ausgegangen. Ich sollte mir echt mal so, keine Ahnung, irgendwelche Vitamine oder so nehmen. Damit ich irgendwie mal nicht ganz so behindert bin. Was soll ich nochmal machen? Ach, Fenster. Hm. Genau. Übrigens, das Teil hier, das da, kann man benutzen, um einen Uncrafting Table zu bauen. Und den kann man wohl benutzen, um Sachen zu endcraften. Dafür muss man bei Level bezahlen. Und das hört sich meiner Meinung nach ganz schön geil an, weil ich dann diese ganzen scheiß Rüstungsteile hier so mal endcraften könnte. Ich hatte nur jetzt ein bisschen Angst, das zu probieren. Aber andererseits habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. Und falls ich da jetzt verkacke oder so, dann, ja, muss ich halt gucken, wie ich mit den guten Greens lebe. Weil der Teil hier sollte, ist, glaube ich, relativ selten. Man kann sich daraus auch so eine Map bauen. Und deswegen wusste ich nicht, was besser davon ist. Jetzt brauche ich, glaube ich, 100 Crafting Table oder so. Oder 8. Ich hole mal dieses Holz hier, weil davon habe ich eigentlich richtig viel. So. Perfekt eigentlich sogar. Geh bitte weg. Holz. So, und jetzt hat dann die Mitte. Jetzt habe ich ein Uncrafting Table. Den will ich jetzt mal einfach benutzen und gucken, was passiert. Ich weiß nicht, wo ich den hinstellen soll. Ich glaube, den tue ich mal in den anderen Raum. Eigentlich richtig dumm. Ja! So. Jetzt bräuchte ich aber noch was zum Endcraften. Was ist das denn gewesen? Achso, dieses Scheißding. Für die genaue Beschreibung und so. Ich brauche noch zwei Türen, oder vier besser gesagt. Für den Ausgang ist mir gerade aufgefallen. Ja. Ich weiß nicht, was ich das jetzt mal mache. Habe ich zwei Türen, vier? Ich will dieses Regal mal aufbauen. Oh, ich habe ein paar viele Türen. Dann bräuchte ich noch vier Druckplatten. Ja. Ne, ich mache jetzt erstmal gar keine Druckplatten. Wie kann ich denn craften? Ich würde gerne die endcraften. Die endcraften. Das endcraften. Warum habe ich eine goldene Hose dabei? Bin ich dumm? Ach, mein Auge.
habe ich auch zwei Stück, die könnte ich vielleicht auch craften. Mir ist gerade aufgefallen, hiervon habe ich fast die ganze Rüstung. Ne? Cool. Ja, und diese Freezerite-Dinger könnte ich eventuell auch endcraften. Ich probiere jetzt erstmal, ob das überhaupt geht. Und ob das nicht irgendwie... Weil die Sachen sind auch verzaubert, das ist gerade mein Bedenken. Weil die nämlich eben verzaubert sind, dass das nicht klappen könnte. So. Jetzt probieren wir das mal aus. Und danach verzauber ich vielleicht noch. Ich habe voll viel Level. Ne, warte mal so. Ach, das kostet dann 4 Level. Ja, und jetzt? Oh, shit. Das habe ich schon aus Versehen genommen. Egal. Ich will einfach behaupten, dass sich das nicht lohnt. Aber ich meinte jetzt trotzdem, weil ich irgendwie... Keine Ahnung. So viel Scheiß hab. Boah, das kostet ja richtig viele Level. Ich denke, für jedes Item, was da rauskommt, kostet ein Level, ne? Ja, für jedes einzelne Teil, was da rauskommt. Richtig dumm irgendwie. Wie baut man sich nochmal sowas? Kann man da einfach U draufklicken? Nee, ne? Stand heißt halt irgendwann, ne? Stand. Da. Armor Stand. Zwei verschiedene, okay. Eisen und Stone Slabs. Oh, das ist ja mal richtig einfach. Davon mache ich mir jetzt mal ein paar. Stone Slabs und Eisen, Eisen und Stone Slabs. 1, 2, 3. 2 Eisen. Da. Und dann hole ich mir mal die Rüstung hier mit. Ein Armor Stand. Jetzt gucke ich, wo habe ich nochmal diese Leaves hingetan? Das sind die Leaf-Teile. Hier irgendwo, ne? Genau, das könnte ich mir noch eine Brust bauen. Weil dann habe ich, glaube ich, alles. Blastbrut? Hä? Warum ist da eine Verzauberung drauf? Ich will da keine Verzauberung drauf haben. Warum ist denn da eine Verzauberung drauf? Ich will da keine Verzauberung drauf haben. Die soll weggehen. Oh, toll, jetzt habe ich alle unverzaubert außer das. Wie dumm. Sieht dann aber auch scheiße aus, wenn ich da hinstelle. Da habe ich gar keinen Platz mehr. Ja toll, das ist ja ultra hässlich. Egal. Habe ich wenigstens ein bisschen mehr Platz. Ich wollte Glas holen. Das war eigentlich der Grund, warum ich hingegangen bin, ich voll trottel. Mein Gott, bin ich dumm im Kopf, ey. Ja, so ein bisschen scheiße im Gehirn. So. Und so. Gut, das dürfte reichen. Falls ich jetzt schon wieder über irgendwas am Reden war und schon wieder vergessen habe, dann tut mir das gerade sehr leid. Dann bin ich geistig dumm. Oh Gott, da wird häselig. Stimmt, ich war doch vor 8000 Jahren oder so. Da schrieb beim Reden, dass ich irgendwie immer noch niemanden eingeladen habe, um Gast zu sein, weil ich so dumm bin im Kopf. Das heißt, ich baue jetzt so kaputt, ist mir gerade schon wieder. Dann geht so, glaube ich, schnell, genauso schnell, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin halt irgendwie so. Ich weiß nicht, ich will, wenn ich jemanden anschreibe, ich denke, das hat niemand von. 90% der YouTube-Zuschauer, dann denke ich immer, ich nerv den. Ich weiß nicht. Das ist bei jedem so. Und das ist jetzt auch nicht nur bei, was weiß ich. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich schreibe jetzt irgendeinen YouTuber an, der erfolgreich ist. Dann ist das nicht nur bei dem so, dass ich mir so denke, oh, ich nerv den bestimmt, der hat bestimmt Sachen zu tun, sondern eigentlich auch bei anderen Leuten. Außer ich kenne die halt sehr gut, weil ich dann halt weiß, ja, das stört nicht, wenn ich die jetzt anschreibe. Ja, ist okay. Ah! Okay. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, aber egal.
gefährlich. Ja. Und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Aber denke ich auch immer. Deswegen schreibe ich irgendwie nicht so gern Leute an. Das ist voll dumm irgendwie, aber irgendwie ist es einfach so. Ach cool, die ist schon richtig platziert. Oh, dann war die asymmetrisch. Also ich weiß es nicht. Ich sollte vielleicht einfach mal machen. Weil dieses Abwechslungs-Kollaborationszeugs mit anderen Leuten ist doch einfach... Ich muss gerade die ganze Zeit halb kotzen. What? Ich bin jetzt tot. Ich geh jetzt schlafen. Warum war der... Lebt der noch? Ich weiß, das war ein richtig guter Satz, aber egal. Oh, Arschloch. Einfach schlafen. Der kommt bestimmt nicht hier rein, oder? Oh, das ist nicht so gut angehört. Auf jeden Fall, ja, ich bin irgendwie ein bisschen... Ich habe 40 Leben, krass. Okay, für Enderman bräuchte ich eventuell doch schon noch. Ich habe den noch mal angeguckt, oder nicht? So ein Schwert. Also, ich weiß nicht. Da bin ich ja ein ganz kleines bisschen dumm und tu mir ein bisschen schwer. Und ich weiß, ich baue sehr viel. Tut mir auch leid, aber... Na, ist halt so, ne? Pff, voll nett. Tut mir leid, aber pff, ist halt so, bitch, please. Oh, nee. Jetzt bin ich gerade ein bisschen froh, dass ich hier den Ausgang habe. So. Ja, dann kann ich einfach das hier machen. Yay. Keine Ahnung. Ich denke, wenn es einmal anfängt, wenn ich mich einmal dazu überwunden habe, jetzt zu sagen, hey, ich schreibe mir irgendwie an, sollen wir mal ein Video zusammen machen oder so, dann wird das danach auch, wird die Schwelle überwunden sein und dann wird, denke ich, oft vielleicht was kommen mit verschiedenen Leuten, weil ich dann merke, hey, ich nerv nicht jeden, den ich anschreibe oder so. Ich weiß nicht. So. Ich denke mir doch immer so, wenn ich jetzt, was weiß ich, wenn... ich jetzt angeschrieben werden würde und gerade keine Zeit habe, keine Lust habe oder so, dann denke ich mir immer so, ah, das ist gerade ein bisschen unangenehm, wenn ich dann sage, nee, geht gerade nicht oder so. Weil ich mir immer so denke, jetzt denkt der andere bestimmt, ich habe keine Lust drauf oder so. Manchmal habe ich ja noch keine Lust drauf oder so, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendwer von euch in die Kommentaren schreibt so, hey, sollen wir mal ein Minecraft Let's Play Together machen und ich euch überhaupt nicht kenne, dann habe ich ja auch keine Lust drauf, das sage ich auch ganz ehrlich, weil ich mache ganz bestimmt mit irgendeinem Fremden. Ich weiß auch nicht, wie sich die Leute das vorstellen. Zumal ich weiß, dass zu 90% die Leute, die jetzt sagen, überhaupt nicht regelmäßig hochladen würden. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Die haben wahrscheinlich dann nur jetzt eine Aufnahmemöglichkeit und so. Die sagen einfach, ey, machen wir ein Let's Play mit mir. Und das ist, denke ich mir auch so, oh Gott, ey. Deswegen kann man das auch überhaupt nicht mehr ernst nehmen, wenn das so einer schreibt. Und deswegen ignoriere ich das eigentlich mittlerweile auch komplett. Weil ich einfach weiß, dass das nichts wird. Ich wollte gerade, obwohl der Marsch offscreen diese Säulen, das ist so viel Scheißarbeit, mach ich dann? Ich würde mal gern hier das irgendwie ein bisschen schöner bauen, wir wissen genau wie. Genau, ich brauche da pinke Holz, das wollte ich unbedingt noch benutzen. Da habe ich voll vergessen. Das hat mir jemand geschrieben, so, hey, benutzt doch mal pinke Holz, willst du mal benutzen, du Schwacko. Da habe ich mir so gedacht, scheiße, stimmt. Fackel, tschüss. Gerade keinen Bock auf dich. Die brauche ich gerade auch nicht. Jetzt hätte ich eigentlich die Fackel auch da mit reintun können, aber egal. Oh, wisst ihr, das geht mal kurz weg so lang. Das nervt mich gerade minimal. Und Holz, glaube ich. Ne, lasse ich. Holz, wo haben wir denn? Da ist doch mein Holz. Mein Eukalyptusholz. So. So. Da haben wir das. Und jetzt werde ich mal probieren, was man damit so machen kann. Ich finde die Farbe einfach schön. Ich weiß nicht, ich finde rosa oder pink eigentlich eine schöne Farbe. Um ehrlich zu sein. Ich meine, das sieht doch schön aus, oder nicht? Das sieht so, ich denke dann so, Joghurt, Frucht, Himbeer, Erdbeer, irgendwas so. Keine Ahnung, das sieht lecker aus irgendwie. Das ist eine leckere Farbe, finde ich. So, aber mein Zimmer würde ich jetzt nicht unbedingt damit streichen, weil da wäre, glaube ich, ein bisschen Augenkrebs. Das ist eine schöne Farbe, aber in Maßen zu genießen. So, lustig, wie klein der Block in meinem Dings hier aussieht, aber in meiner Hand einfach so 10 Kilometer groß ist. Aber ich weiß, um ehrlich zu sein, gerade gar nicht genau, wo ich den hinbauen soll. Shit. Ich könnte mir einfach so ein richtig ekliges pinkes Duck machen, aber das mache ich gar nicht. Duck vor allem. Ich mache mir ein pinkes Duck. Hier, das kreise ich jetzt auch mal ab. Brauche ich eigentlich schon lange nicht mehr. So, ich weiß überhaupt nicht mehr genau, warum der da gestanden hat, um ehrlich zu sein.
Pfeile geht weg. Ich hasse das, wenn ich die ganze Zeit aus den Items einsammle, die ich überhaupt nicht brauche. Ich weiß die ganze Zeit nicht genau, was ich als nächstes machen muss oder soll. Warte mal, habe ich noch einen Flugstab? Wenn ja, dann brauche ich den gleich. Ja, noch einen. Super. Ah, ich habe da doch gar nicht das Dings noch gemacht, oder nicht? Da habe ich das auch noch ganz zu Ende gemacht. Doch, habe ich wohl. Hä? Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber egal. Egal. Dann war ich doch hier dran. Da. Okay. Ja. Also, keine Ahnung. Ich denke, also wie gesagt, wenn ich das einmal angefangen habe zu machen, mit anderen Leuten aufzunehmen, habe ich den Timer gestartet. jedes Mal. Dann. Ja, ist der Knoten eventuell geplatzt. Und dann wird das auch öfter sowas geben. Zum Beispiel, ich kann euch mal kurz ein Beispiel geben. Ihr kennt ja bestimmt dieses Trouble in Terrorist Town Projekt von Germans Play, Tuddle, Delay LP, Ungespielt, also die ganzen Leute da halt. Und ich hatte ganz am Anfang, wo das angefangen hat, nein, da war nicht ganz am Anfang. Ganz am Anfang hatten die zu wenig Leute. Und da habe ich mir so gedacht, ich habe das Spiel, aber ich will jetzt nicht fragen, ob ich da mitmachen kann, weil das irgendwie so, weiß ich nicht. Ich kenne die jetzt auch, ich kenne eigentlich nur zwei davon wirklich und davon kenne ich jetzt die LP auch noch nicht so gut. Also ich habe zum Beispiel noch nie mit dem geredet oder so, nur halt geschrieben. Und ja, ich weiß nicht, ich, keine Ahnung, ich bin verkrüppelt, was Menschen angeht. Ich weiß nicht genau, ob das, ich denke dann schon, das ist zu aufdringlich, wenn ich jetzt frage, ob ich mitspielen kann. Und deswegen habe ich das nicht gemacht und dann nach so 8000 Jahren waren halt richtig viele Leute dabei. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich frage einfach mal, ob ich mitmachen kann. Ich frage jetzt einfach mal. Und dann war natürlich das Problem, dass schon zu viele da waren. Und das verstehe ich auch natürlich vollkommen, weil da sind wirklich zu viele Leute drin. Wenn ich jetzt auch noch dabei kommen würde, da sind jetzt eigentlich schon zu viele drin, meiner Meinung nach. Gott, sind scharfe nervig. Und wenn da jetzt noch jemand dabei ist, ist das ein bisschen übertrieben. Und ich bin gerade überlegen, ob ich vielleicht das Dach anfangen soll zu bauen. Nee, ich muss erstmal der Deckel draufklatschen. Das Dach könnte ich anfangen zu bauen, genau. Und dafür werde ich jetzt auch die Steine holen. Oh nee, wie viele Steine werde ich denn dafür brauchen? Aber ich will irgendwann mal dem rosa Holz machen. Was denn? Ich weiß nicht, was ich mit dem rosa Holz machen soll. Ich prüfe mich hier selbst an. Richtig dumm. Und hab dann halt gefragt und dann war es natürlich so, dass da zu viele Leute drin waren. Deswegen konnte ich dann mitmachen. Und ja. Das ist natürlich ein bisschen doof. Und wenn eventuell nochmal weniger Leute drin sind, würde ich mich wahrscheinlich wieder nicht trauen zu fragen. Ich weiß nicht genau, das ist einfach so dumm und behindert im Kopf. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich könnte da wahrscheinlich mitmachen, wenn ich jetzt fragen würde, weil jetzt sind da glaube ich nicht so viele Leute drin. Aber ich traue mich einfach nicht, weil ich denke, ich nerv. Keine Ahnung, ich bin scheiße, hau mir mal jemand in die Fresse. So. Ich habe eigentlich diesen Grundgedanken, dass ich immer davon ausgehe, dass ich irgendwie nerv. Immer. Ich weiß nicht warum. So. Weil ich dann irgendwie so denke, das ist dasselbe, wie wenn jetzt irgendein Fremder fragen würde in den Kommentaren, hey, darf ich auch mal mitspielen oder so? Bei denen. Aber das ist nicht dasselbe, weil ich kenne ja davon Leute. Und keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, ja, ich und Menschen. Ich bin sozial verkrüppelt, das kann man durchaus sagen. So, jetzt habe ich den rosa Block platziert. Oh nee, ich weiß, was ich machen soll. Ich will irgendwas mit diesem Holz machen, das sieht so schön aus, aber das ist zu krass. Ich kann mir nicht vorstellen, wo ich das hinmachen kann. Das ist so hardcore. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt so getrennt gesagt habe. Ja, mach halt nochmal komische Brummgeräusche. Ich bin ein Bär. Kikariki, oh shit. Jetzt habe ich mal jetzt einfach hier die richtig langweiligen Code. Die richtig langweiligen Code noch jetzt. Vor allem, das wäre zum Beispiel ein Projekt, dieses Trouble in Terrorist Town, was super interessant mal auf meinem Kanal wäre. Weil erstens, ich und Shooter, das ist für mich kein Shooter-Spiel, habe ich ja schon mal gesagt. Das ist eher dieses, find raus, wer der Gegner ist. Natürlich braucht man dann ein bisschen Glück und Skill auch, um den Gegner zu töten. Aber für mich ist das eher so ein Spiel, wo man, ja, wo es nicht um das Schießen an sich geht. Und ja, das wäre halt super Abwechslung und spannend für meinen Kanal.
Wäre halt echt cool, wenn ich das mal hochladen würde. Ah, okay, genau, stimmt, war ja so. Wieso habe ich überhaupt darüber nach? Oh, nee, jetzt passiert das wieder die ganze Zeit. Hierfür ist die Axt jetzt zum Beispiel saugut. Die sammle ich das automatisch ein. Ich bin richtig guter Deutschpro. Das wäre auch wieder so ein Projekt, was man dauerhaft machen könnte. Regelmäßig vielleicht sogar. Das wäre wieder was Schönes. Das wäre auch, denke ich, was ich zwar ein bisschen schneiden würde, aber nicht so viel schneiden würde. Also so wie die meisten das eigentlich machen bei dem Projekt da. Und da wird sich dann auch hoffentlich keiner beschweren. Hoffe ich zumindest, wie gesagt. So, das hier kommt jetzt auch weg. Jetzt muss ich wieder hier gucken, wie mache ich das? Jetzt ist gerade die Frage, soll ich das jetzt symmetrisch dem gegenüber machen? Oder nicht? Doch klar, muss ich ja, weil... Ne, muss ich nicht, weil hinten kommen ja gar nicht so Pfeiler hin. Oder doch? Shit, ich weiß nicht, was ich machen soll. Schon wieder. Wisst ihr was, ich mache das jetzt mal symmetrisch. Ganz einfach, damit ich... Das macht jetzt eigentlich so keinen so großen Unterschied, ob ich dann jetzt da Pfeile hinbaue oder nicht. Wenn es halt symmetrisch ist, kann ich Pfeile hinbauen oder nicht. Wenn ich das jetzt nicht symmetrisch mache, dann muss ich nachher wieder alles abreißen, da habe ich keine Lust drauf. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Unten, das werde ich dann später ändern. Oh, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, warte mal, ich kann einfach so machen. Ne, kann ich nicht, oder? Einfach so richtig dumm. Ah ne, hier kommt ihr dann wahrscheinlich... Oh, ich lasse das jetzt einfach erstmal so. Ich weiß genau, was ich schon wieder vorhab. In meinem Gehirn geht wieder der Poster ab. Hä? Oh Gott, ich bin so richtig behindert. Aber komischerweise, obwohl ich so richtig behindert bin, diese Aufnahme, finde ich die Aufnahme hier gerade echt gut. Jetzt eine Aufnahme, wo ich sag, meine Hand ist eingeschlafen. Die ist seit langem mal wieder gut. Ah! Creeper. Hell. Ah ja, genau. Richtig dumm, wisst ihr? Auf jeden Fall ja. Ihr könnt ja mal auch mal schreiben, wie die Aufnahme hier so findet. Oh, nee, der Part ist rum! Scheiß! Ich hab voll vergessen, den Part zu beenden. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Part, der war jetzt ein bisschen lang, egal. Oder habe ich den Part beendet? Nee. Ach, egal, tschüss. Denkt noch zu bewerten. Mhm.